Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und wir haben das Umspannwerk geschafft. Jetzt wollen wir zu dem brennenden Hubschrauber. Sehe ich den da irgendwo da? Dann machen wir das doch auch mal. The well lit room. Ja. Ich guck mal hier rum. Nicht, dass hier nur eine Itembox rumliegt. Leider nicht, wie es aussieht. Aber wenigstens was. Dann mal weiter. Oh, das sieht übrigens so ungesund aus. Ich kann mir nie helfen. Sieht's eigentlich aus? Wir haben noch drei Leuchtstäbe. Und schon wieder ein Kontrollpunkt. Ja, yeah, ist klar. Wo? Night of the Crows, aber ohne Scheiß. Mist. Jetzt juckt mir auch noch die Birne. Da ist schon mal ein Hotspot, hätte ich fast gesagt. Ein Spot auf jeden Fall. Aber eben ein Lightspot. Kommt doch an, wie viel Watt die Birne hat, denn kann es sogar sein, da da ein Hotspot ist. Gott, laber ich eine Grütze. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, über den Baumstamm zu wollen, aber... Nee. Das wäre der kurze Weg gewesen. Nochmal zurück möchte ich nicht unbedingt. Das ist mir vor allen Dingen bei den ganzen Krähen echt ein bisschen zu gefährlich. Ich laser euch alle weg mit meiner Brutzler 3000 hier. Au. Dafür kriegt der eine auf den Hintern gebrutzelt, auf den Bürzel drauf. So. Sieht irgendwie unwegsam aus. Scheibenblaster. Ich hätte über den Baumstamm gemusst. Na, so ein Mist. Ich sterbe zurzeit zu häufig. Das ist ungeil. Was ich auch gerade gesehen habe, der Stecker von meinem HDMI-Kabel war nicht richtig drin. Ich hoffe, das kriselt nicht allzu arg in der Aufnahme. Sollten wir wirklich lieber hier den Baumstamm nehmen, als wieder versuchen, seitlich vorbeizukommen. Jo, das ging wesentlich besser. Point of no return. Liebe ich auch sowas. Wieder Marsch. So geht er da. So schnell die Minigun, nämlich mich gar nicht umdrehen können. Das Gefühl, wenn ich ja fertig bin mit dem Spiel, habe ich sämtliche Krähen der Welt ausgerottet. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Ja, scheint mir leider auch so. Keine Munition oder ähnliches, aber da liegt eine Kleinigkeit. Oh, da war doch noch was. Sieht man halt fast gar nicht. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut. Leuchtfackeln ist gerade bei den Krähen eigentlich wirklich so das absolut probate Mittel. Barry! Barry! Verballer sind nicht alle Keule. Nur
Durchhalten, ich komme! Weg mit euch, ihr Freaks! Moment. Mist, 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 Mist. Okay, sah ja nicht so übel aus. Sehr schön. Moment, da ist was angezeichnet. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Haben wir. Dann müsst ihr den Berg dafür hoch. Du schaffst es. Warum das? Jo. Das flammende Auge von Mordor. Das ist schon mal der Herr der Ringe Remiscenz. Trifft uns am Damm. Ah, Zeug. Sehr nice. Und wie viel Munition habe ich mir die schon? Nein, auf gar keinen Fall, Leute. Das tut mir leid, dann bin ich mit. Aber ich will in die Hütte noch reingucken. Leute, ich gehe den Weg jetzt nicht. Kommt mal mit. In der Hütte gibt's da bestimmt auch noch was. Au. Zumindest ein Stuhl. Naja, ansonsten leider nichts. Verdammt. Gönnen einem ja echt nichts in dem Spiel, ne? Gut, weil jetzt nicht der Mordsriesen um mich, aber schön wäre gewesen, wenn wir was von gehabt hätten. Aber da vorne ist schon wieder Licht und auch ein Kästchen. So noch ein Stückchen laufen, würde ich sagen. Der sieht wirklich aus, das gibt er es nicht. Nichts geht über Waldau. Na, aber der. Was zum Teufel ist das? Das ist ja überall! Moment, es ist mehrere! Das sind die Schnellen, die mag ich auch nicht. Das ist unmöglich! Hast du eine Ahnung, was hier alles möglich ist? Unternimm was! Ich will er. So, hab ich doch. War's das? Sind wir sicher? Die Musik ist zumindest ruhig. Wow, ich glaube, das war's. Hey, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Geschafft, geschafft. The Taken kann ich leider nicht lesen. With Darkness irgendwas. Wait, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Erstmal, jawollo. Das dauert jetzt eine halbe Stunde, bis der runterkommt. Mindestens. Achtung, da kommt. Das war so klar. Wieso so nicht? Das hat ja funktioniert. Was willst denn du eigentlich? Das lief doch echt nicht schlecht. Oh nein! Oh nein! Moment, das machen wir kurz so und dann so. Und so. Ich sehe zwar kaum was, aber ist egal.
Jo, na. Ah, sehr schön. Al, drück den Knopf. Warum machst du es nicht? Warum muss eigentlich immer der Videospielheld den Knopf drücken? Kann das nicht mal irgendwie ein NPC übernehmen? Wir ist doch so da. Schwer wirklich nicht. Gibt es einen Eingang in den Staudamm? Barry, du siehst echt bescheuert aus. Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. So. Sind wir zumindest mal richtig, würde ich ja mal meinen. Speicherpunkt ist gut. Oh Mann, ich hasse das. Gibt's noch was zum Sammeln hier? Ja, Straftat. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Wo geht's denn lang auf den Staudamm? Nö, das ist zu. Okay. Wo muss ich ihn denn lang? Ist doch aufgegangen, oder? Nee, ist täuscht. Die Karte, wenn man so nennen will, die Wegfindung zeigt mir da irgendwo lang, aber... Ach, da unten geht noch ein Weg lang. Alles klar. Oder? Hä? Leute, was wollt ihr von mir? Wo soll ich da hin? Soll ich da hochjumpen? Moment. Das hier nicht, aber vielleicht... Ups, nee, das geht auch nicht. Nochmal. Nee. Hä? Warum hat denn das beim ersten Mal nicht geklappt? Ach, gedrückt halten, damit die rein können. Alles klar. Und ich darf denn hier draußen mich prügeln, ne? Ist ja recht. Machen wir so. Super Plan. Ihr könntet ja mal beide einfach eure Hände ausstrecken. Jetzt wohl sagst. Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ganz. So ist das gut. Runter. Jetzt kommen wir über den Zaun drüber, aber ich würde sagen, Leute, schöner Abschluss für die Folge. Was sich dahinter befindet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.